Guten Tag, ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen ein paar Änderungen zeigen, die wir an den individuellen Feldern in Central Station vorgenommen haben. Und zwar war es bis vor kurzem möglich, dass Sie beliebig viele Felder anlegen, und zwar für die unterschiedlichen Hauptbereiche bei uns, also sprich Personen oder Firmen oder Angebote oder Projekte. Und diese Felder waren aber standardmäßig immer Textfelder. Das heißt, Sie konnten da Text reinschreiben oder Zahlen reinschreiben. Wir wussten aber immer nicht genau, was da jetzt drin steht und konnten entsprechend auch keine wahnsinnig tollen Filtermöglichkeiten anbieten. Genau das haben wir jetzt geändert mit einem Update. Ist ein Feature, was schon seit Jahren immer mal wieder gefragt wurde von vielen Kunden. Und insofern sind wir froh, dass wir da jetzt eine Änderung präsentieren können. Und um die besser zu verstehen, zeige ich mal ein paar Dinge. Ich bin jetzt auf der Seite einer neuen Firma und hier im unteren Bereich gibt es ja die individuellen Felder, die ich für meinen Demo-Account definiert habe. Da ist zum Beispiel das Feld Anzahl Mitarbeiter oder das Feld Kundennummer oder das Feld Vertriebsregion. Wenn ich jetzt auf dieses Anzahl Mitarbeiter-Feld klicke, dann konnte ich da, das ist so ein altes Textfeld, reinschreiben, was ich wollte. Also 500 oder 500 oder größer 500, wie auch immer. Ich war also völlig frei in meiner Eingabe, was natürlich nett ist für das Eingeben, aber wenn ich dann nachher mal filtern möchte und mir eben alle Firmen angucken möchte, die mehr als 500 oder mehr als 1000 Mitarbeiter haben, dann wird das eben schwierig, weil wir da keine tollen Filtermöglichkeiten drüber schalten können. Und bei der Änderung ist es jetzt möglich, dass man zum einen Zahlenfelder anlegen kann. Das habe ich bei dem Kundennummernfeld hier mal hinterlegt. Hier ist es also gar nicht möglich, etwas außer einer Zahl einzutragen. Hier kann also wirklich nur eine Zahl rein und damit haben wir natürlich tolle Filtermöglichkeiten und können eben größer 500, kleiner 500, genau 500 und so weiter anbieten. Und darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeit, Felder anzulegen, die vordefinierte Werte enthalten. Das heißt, bei der Vertriebsregion haben wir zum Beispiel einen Dropdown und da kann ich einfach aus vier Werten, die ich einmal in den Einstellungen hinterlegt habe, auswählen und genau diese Werte dann speichern, aber eben auch keine anderen. Und das ist natürlich fürs Filtern auch nett, weil ich dann eben sicher bin, dass ich die richtigen Werte habe und nicht einer mal schreibt Nord und einer schreibt dann irgendwie, weiß ich nicht, oberhalb von Bremen oder wie auch immer, sondern man weiß, dass man genau mit den gleichen Dingen eben arbeitet. Wie kann man jetzt seine bestehenden Felder umwandeln, wenn man jetzt seit 10 Jahren mit Central Station arbeitet? Und eben diese Textfelder angelegt hat und bei bereits tausenden Personen möglicherweise oder Firmen in diesem Beispiel schon Daten hinterlegt hat. Nun, dafür haben wir einen Migrationsassistenten gebaut und den können wir uns mal anschauen, indem wir hier rechts oben aufs Zahnrad und dann in die Account-Einstellungen gehen. Unter Account anpassen finden Sie die individuellen Felder und hier listen wir dann alle Bereiche auf, in denen individuelle Felder angelegt sind und hier können Sie natürlich auch neue Felder anlegen. Ich möchte jetzt aber mein bestehendes Feld mal bearbeiten und umwandeln. Das ist dann hier bei Firmen aufgeführt, das Anzahl Mitarbeiterfeld, wo wir sehen, es ist ein Textfeld, also maximal 190 Zeichen passen da rein. Das war auch schon immer so. Aber es ist ein Textfeld im Gegensatz zu einem Zahlenfeld, bei dem Kundennummernfeld oder einem vordefinierten Wertfeld, wie wir das eben gerade gesehen haben. Ich kann jetzt hier hinten auf den Bearbeiten-Stift gehen und das Feld nicht nur umbenennen, sondern ich kann auch den Feldtyp ändern. Und hier kann ich nun sagen, was ich gerne für einen neuen Typ haben möchte. Also der aktive ist ausgegraut, das heißt, Text habe ich schon. Ich könnte jetzt sagen, ich möchte das Ganze umwandeln in ein Zahlenfeld. Das versuche ich jetzt auch mal. Gehe auf Ändern und jetzt meckert das System hier an der Stelle. Denn das, was ich habe an Werten bei meinen insgesamt 6 Firmen scheinbar, das sind gar keine Zahlen. Wir haben also scheinbar sowas wie größer 5000, größer 100 oder größer 10 hinterlegt, was natürlich keine Zahlen sind. Und genau deswegen meckert das System hier an der Stelle, weil man bei der Eingabe von einem Zahlenfeld natürlich auch wirklich nur eine Zahl drin haben kann. Das heißt, einfach umwandeln funktioniert an der Stelle nicht, sondern man muss schon sicher sein, dass man bei wirklich allen Datensätzen dann auch valide Daten drin hat. Dieser Assistent hilft einem aber dabei, die nicht gültigen Datensätze zu finden, genau wie wir das jetzt hier tun. Also wenn ich jetzt genau wirklich mit den spezifischen Zahlen an Mitarbeitern arbeiten wollte, dann kann ich einfach hier hinten auf das Stiftchen klicken und könnte das jetzt hier für meine einzelnen Firmen bearbeiten, sozusagen. Und hier dann die 5000 reinschreiben als Beispiel. Und wenn ich das gemacht habe für alle meine Problemfelder sozusagen,
könnte ich hier erneut prüfen und schlussendlich kann ich das Ganze dann natürlich anstoßen und das Feld eben umwandeln. Vielleicht, und das sehen wir an diesem Beispiel, macht es aber auch gar nicht so viel Sinn, hier auf ein Zahlenfeld zu gehen, denn es ist ja eigentlich gar nicht unbedingt relevant, dass die Firma jetzt 5.020 Mitarbeiter hat oder 5.500, sondern vielleicht will man ja wirklich mit Größenordnungen arbeiten, wie wir das ja hier auch teilweise schon gemacht haben. Wir konnten halt nur nicht sinnvoll danach filtern, ne? Also wir haben ja scheinbar größer 1.000, größer 10, größer 100 als Filtermöglichkeiten uns bislang ausgedacht. Und insofern wäre es vielleicht auch eine Option, das ganze Mitarbeiterfeld umzuändern in ein vordefiniertes Wertefeld. Und genau das mache ich mal. Wenn ich das jetzt ändere, dann wird diese Migration automatisch im Hintergrund angeschmissen. Und ich kann jetzt mal auf meine Firmenübersicht gehen. Und in der rechten Spalte, ganz unten, finde ich ja auch die individuellen Felder. Und hier gibt es zum Beispiel jetzt bei dem Anzahl Mitarbeiter-Feld nicht mehr einfach die Möglichkeit, irgendwas einzutippen wie vorher, um danach zu filtern, sondern ich finde hier einfach wirklich nur noch die Optionen, die ich bei meinen bisherigen Treffern hinterlegt hatte. Und insofern kann ich das machen, indem ich sozusagen hier dann nach auswähle, was ich filtern möchte und die entsprechenden Treffer bekomme. Bei den Zahlenfeldern hat sich die Ansicht auch etwas geändert oder wird sich die Ansicht ändern, wenn Sie Ihre Felder dann ändern zu Zahlenfeldern. Denn dann haben Sie hier vorne die Möglichkeit, größer, kleiner, enthält und solche Sachen anzuwählen und hinten einfach die Zahl reinzuschreiben. Aber eben auch nur eine Zahl und nicht mehr irgendwie noch alphanumerische Zeichen sozusagen. Hier sieht man zum Beispiel die Dropdowns mit den Regionenfiltern, wo ich dann eben entsprechend filtern kann nach den Optionen, die ich habe. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da welche ergänzen und zum Beispiel noch, weiß ich nicht, Österreich als zusätzliche Vertriebsregion aufnehmen, dann kann ich das natürlich tun, indem ich wieder in die Account-Einstellung wechsle, wieder auf die individuellen Felder und bei der Vertriebsregion, da ist jetzt übrigens bei 0 Firmen die Vertriebsregion gewählt, deswegen haben wir auch keine Treffer gefunden, das macht an der Stelle dann auch Sinn, aber ich kann hier das Feld bearbeiten und hier sieht man die Optionen, die hier zur Verfügung stehen. Hier könnte ich also einfach eine weitere hinzufügen, Österreich, das Ganze speichern und wenn ich jetzt auf die Firmen gehe, dann sehe ich hier unten auch die Option Österreich und kann die natürlich auch wählen, wenn ich eine neue Firma anlege oder eine bestehende Firma bearbeite. Wir hoffen, diese neuen Filtermöglichkeiten helfen Ihnen, gerade bei den individuellen Feldern, um sie eben noch besser nutzen zu können und nicht nur als reines Datengrab, sondern eben auch, um mit den Daten arbeiten zu können. Und wir freuen uns auf Ihr Feedback. Also wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich dazu gerne. Können Sie auch gerne beraten, wenn Sie sich fragen, welche Feldtypen für Ihren Anwendungsfall vielleicht das Beste sind. Es ist manchmal nicht ganz so eindeutig, wie wir eben auch in dem Beispiel hier schon gesehen haben. Sie können aber die Feldarten natürlich jederzeit ändern, ne? Also wenn Sie jetzt auf ein Zahlenfeld wechseln und feststellen, dass das doch nicht der weiße letzte Schluss war, dann haben Sie auch immer noch die Möglichkeit, auf ein Textfeld zurückzuwechseln und so weiter und so fort. Also die Logik dafür haben wir und da müssen Sie sich also keine Sorgen machen, dass da mal was schief geht. Insofern viel Spaß damit und danke fürs Zuschauen. Bis dahin!